Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 71. Ich melde mich zurück aus der Sommerpause, aus der kleinen Sommerpause. Die war auch bitter nötig bei dem Topwetter, da musste man mal an die See fahren. Und jetzt bin ich wieder da und habe mir natürlich wieder tolle Unterstützung, tolle Gäste dazu geholt. Einmal an meiner Seite, den kennt ihr bereits, ich glaube schon zweimal warst du zu Gast, oder? Daniel Peschenk. Hi, Daniel. Hi Jan, ja, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, sogar dreimal? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder dreimal Wiederholungstäter. Ja, schön, dass ich dich an der Seite wieder habe. Gerade bei dem heutigen Thema oder bei unserem heutigen weiteren Gast. Da hilft natürlich auch ein bisschen Expertise. Denn ich begrüße heute einen Regisseur, so wie dich, nämlich den lieben Sean Bu. Sean, hi. Hi. Hi, Sean. Freut mich. Hi. Wo erwischen wir dich? Ich bin gerade in Aachen, in meiner Heimatstadt, ja. Eigentlich wohne ich in Köln, aber jetzt habt ihr mich gerade erwischt, wo ich in Aachen bin. Ja, okay. Das ist ja gar nicht so weit weg von mir jedenfalls. Daniel, du sitzt in? Ich bin im Hinterland, in Rheinland-Pfalz, so Nähe Koblenz, aber ganz tief drin in der Provinz. Ja, okay. Sehr schön. Ihr hört es schon, worum es vielleicht heute auch ein bisschen thematisch gehen wird. Vielleicht aber, bevor wir in diesen Bereich einstoßen, nach so langer Zeit, würde mich mal interessieren, was habt ihr denn zuletzt gesehen? Das spielt jetzt auch keine Rolle, ob Kinofilm oder Netflix, Amazon Video, was auch immer. Ich würde vorschlagen, wir geben das Wort zuerst an Sean, der, ich glaube, zuletzt auch viel im Urlaub war. Auf jeden Fall, wenn man ihm bei Instagram folgt, sieht man das. Ja, das ist richtig. Ja, wir haben Sommer. Aber vielleicht warst du da auch im Kino, wer weiß. Erzähl mal. Das war ich sogar. Ich war in Singapur und in Seoul. Ich habe da, also in Seoul, meine Freundin besucht, die da gerade ein Auslandssemester gemacht hat. Und ich habe mir da tatsächlich sogar in diesen 3 Wochen 2 Kinofilme angeguckt. Ant-Man und Mission Impossible 6. Und Mission Impossible hat mich wirklich richtig umgehauen. Da war ich super begeistert von. Ich war auch direkt, was heißt direkt, aber ich war auch nochmal hier in Deutschland dann drin, als ich zurück war. Und das war auf jeden Fall auch mein letzter Kinobesuch. Mission Impossible, ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ich hatte auch, oder wir hatten auch in der letzten Ausgabe schon noch kurz davon gesprochen. Da war mein Kollege, der Peter, noch gerade aus der PV raus und hat ein bisschen was erzählt. Ich muss ihm da auch zustimmen oder auch dir zustimmen. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich mag es im Gegensatz zu den Bourne-Filmen, dass hier, da sind wir wieder bei eurem Fachbereich, dass die Kamera deutlich ruhiger ist, auch in den hektischeren Action-Szenen. Ich mag es halt nicht, wenn es wirklich dauernd so extrem verwackelt ist. Das muss nicht sein, um einen guten Actionfilm zu machen. Ja. Und was natürlich jetzt die Filme auszeichnet, ist natürlich der Hauptdarsteller, der seine Stunts alle selber macht. Und das sieht schon super aus, ne? Also die Stunts und Action. Ja, also ich fand es, es ist einfach auch wunderschön gefilmt. Also auch was du sagst, diese ruhige Kamera. Ich finde sogar, dass der Film teilweise einfach richtig, so richtig wunderschöne künstlerische Bilder hat, immer wieder. Also das war echt einfach ein Genuss, den Film zu sehen, fand ich. Es ist halt auch super selten, dass man, finde ich, Action-Szenen sieht, die, also in einem Blockbuster, die wirklich irgendwie nochmal so richtig begeistern oder einen so in den Sessel drücken und die man immer wieder sehen will, weil die meisten Filme ja doch actionmäßig irgendwie entweder sehr oft dasselbe machen oder eben, wie du auch sagst, sehr viel Gewackel, sehr viel Schnittgewitter sind. Und sowas wie jetzt Mission Impossible oder auch Mad Max zum Beispiel vor ein paar Jahren sind so, finde ich, sehr positive Beispiele, wie man es halt auch wirklich, wirklich toll machen kann. Oh ja. Daniel, hast du Mission Impossible auch gesehen?
Mission Impossible, nein, leider nicht. Mein Oja hat sich vor allem auf Mad Max bezogen. Ja, alles gut. Ich sag nur, also das ist auf jeden Fall ein Anschaubefehl. Da ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich hoffe, ich weiß gar nicht, läuft der noch im Kino? Ja. Der läuft. Ich denke schon, ja. Das Letzte, was ich im Kino gesehen habe, das ist auch wieder schon ein paar Monate her, war, glaube ich, Deadpool 2 einerseits und Here Die to Terry, wenn man das so ausspricht. Here Die Terry, diesen Horrorfilm. Mhm. Ah, den ich auch erfrischend fand. Vor allen Dingen haben die so einen schönen Signature-Sound drin. Also eine Figur, die dann irgendwann noch zu Tode kommt im Film, macht immer so ein wenn ihr das hier hört. Und das ist, also der Zuschauer wird schon ganz, ganz cool geprimed auf dieses, auf dieses Geräusch. Und ja, so also auch die ganze Atmosphäre hat mir wirklich da sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten jetzt ganz aktuell bin ich aber wieder auf so einer Netflix-Spree. Und ich habe für meinen Teil jetzt erst vor kurzem Arrested Development entdeckt, das ja auch schon seit einigen Jährchen läuft. Aber jetzt gerade bin ich da so voll am Absuchten. Und The Staircase, als Crime-Fiction-Doku-Serie, auch auf Netflix. Wobei ich da auch nicht weiß, wie lange die schon ja, die online gibt's, ist. Die gibt's auch schon länger. Zwei Ausgaben, also vor zwei Ausgaben hat's mir nämlich mein Gast, der Philipp Jordan, der auch einen Podcast betreibt, der hat's mir nämlich empfohlen. Mir sagte das auch gar nichts und da war's gerade frisch bei Netflix raus. Ist auch noch auf meiner Watchlist und soll wirklich gut sein. Wo du gerade sagst, Arrested Development, schaust du's in Englisch? Ja. Ja, okay. Ja. Dann kommst du also nicht in die Problematik, weil die neueste Staffel, also ich weiß nicht, was Netflix da geritten hat, da haben sie komplett alle Synchronsprecher ausgetauscht und das ist natürlich bei der Serie. Das ist krass. Ja, okay, echt total krass. Nee, ist also auch viel Wortwitz geht da auch echt verloren in der Serie. Es ist mir gerade heute auch nochmal aufgefallen, also wo ich ja wirklich nochmal kurz zurückgespult habe, weil ich irgendwie. Ich habe gar nicht verstanden, wie dieser Witz funktionieren kann. Mhm. Halt in Deutsch wird das natürlich ein Problem, was du öfters hast, aber Arrested Development ist da, glaube ich, auch sehr extrem, also einfach mit den Wortwitzen oder mit Bob Lobla, ja. dem einen Anwalt, der halt einfach so klingt wie bla bla bla. Und gut, das lässt sich vielleicht noch relativ gut ins Deutsche übersetzen, aber halt eben von solchen Sachen her. Und ja, also es macht mir auch riesen viel Spaß. Ja, also der Cast ist klasse, ne? Ob es ein Jason Bateman ist oder ein Arnette oder Michael Cera, den man ja danach aktuell nicht mehr so häufig sieht, ne? Michael Cera. Also, stimmt. Nee, der ist mir jetzt auch nicht mehr so gerade in irgendeinem aktuellen Projekt im Kopf. Aber. Die Geschichte dahinter kennst du? Also es war ja eigentlich eine Serie, die dann klassischerweise von Netflix irgendwann aufgegriffen worden ist und dann fortgesetzt viele Jahre später ist und die letzten zwei Staffeln sind jetzt quasi von Netflix und ich finde jetzt die letzte Staffel, die neueste Staffel sehr zäh. Also da, ich finde, es ist leider viel verloren gegangen von dem, was früher in den ersten Staffeln Arrested Development ausgemacht hat. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ist das die fünfte Staffel jetzt, die aktuellste Staffel? Ja. Weil ich glaube, ich bin in der vierten Staffel. Diese Season heißt dann ja auch Fateful Consequences und ist so ein bisschen wie als Remix deklariert oder hat halt eben wie so nochmal so einen eigenen Style und ich find's ja auch noch unterhaltsam. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es dann in der fünften Staffel da weitergeht, aber was mir hier halt auch schon aufgefallen ist, dass sie wirklich arg viel, also sehr komplizierte Strukturen haben und halt eben super, super oft wieder zurückspringen und halt sehr stark irgendwie so einzelne Szenen miteinander vernetzt haben und dann aber auch teilweise sehr viel Zeit brauchen, um halt den Kontext nochmal zu erklären, wo jetzt gerade die aktuelle Szene spielt. Also sie springen sehr viel in der Zeit hin und her und ich muss sagen, ich bin auch nicht immer mitgekommen. Also manchmal war es so, wo sind wir jetzt gerade? Soll ich dir verraten, woran das liegt? Das liegt daran, dass die vierte Staffel schon, ich glaube, vor zwei Jahren auf Netflix rauskam, in einem komplett anders geschnitten. Denn die Folgen waren eigentlich so geschnitten, dass du immer einen Charakter verfolgt hast. Also zum Beispiel hier den Vater in der Wüste. Und also diesen ganzen Arc hast du von ihm komplett gesehen. Und das haben sie komplett neu geschnitten, dass du quasi immer wieder alle möglichen Charaktere pro Folge immer wieder siehst. Weil sich viele Fans beschwert haben, dass aus diesem, dadurch, dass die das getrennt haben, dadurch fehlte dieser Flow aus den ersten Staffeln. Deswegen haben sie, die heißt glaube ich auch Reloaded oder Recut oder irgendwie sowas. Und deswegen, die wurde komplett neu geschnitten. Ich glaube sogar in der Summe, das wurde sogar ein bisschen gestreckt,
direkt jetzt durch das Verdoppelten oder durch diese doppelten Sachen wurde es sogar um ein paar Folgen länger, die Staffel jetzt, als ursprünglich. Ach krass. Ja, weil das wusste ich nicht, aber das ist mir halt total aufgefallen, dass der Schnitt irgendwie schon arg wild ist und da viel, viel hin und her gesprungen wird und wo ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt ultra kreativ? Also wollen sie da irgendwie total experimentell was Neues ausprobieren? Ja. Wo ich dann aber gesagt hätte, dass es halt nicht immer für mich jetzt als Zuschauer so super funktioniert hat. Aber es ist ja interessant, diesen Kontext dann dazu kennen, dass es halt wirklich so ein bisschen aus der Not herausgeboren ist. Genau, es wurde einfach nochmal neu geschnitten wegen der Kritik der ganzen Fans und deswegen kam das zustande. Mhm. Und vielleicht auch wichtig oder ein netter Fact, was wollte ich jetzt sagen? Die vierte Staffel, jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß. Remix, Fateful Consequences, viel Wissen. Ja. Ach so, warum haben sie es überhaupt anders gemacht in der vierten Staffel ursprünglich? Das lag einfach mit den Terminen der Schauspieler zusammen. Dass sie nicht zusammenkriegten in so eine längere Zeit an einem Set. Und deswegen haben sie es gesplittet und jeder hat quasi seine Szenen oder seinen Story-Arc gemacht oder halt gespielt, wo es wenig Überschneidung gab von den Charakteren. Immer nur mal der, aber in der Summe recht wenig. Und das war der eigentliche Hintergrund, warum sie es diesmal so aufbauen, naja, mussten in Anführungsstrichen. Und dann kam es halt zu diesem Recut. Ich verstehe. Ja, Jason Bateman ist ja dann in Ozark wahrscheinlich halt dann die letzten Ja, oder vor zwei Jahren oder sicherlich auch im Kinogeschäft, ne? Den siehst du ja auch in Filmen wie Christmas Party der hieß und also den oder jetzt Game Night, aber da war der wahrscheinlich noch nicht akut, aber der macht ja auch viel im Kino und ich denke, dass das sicherlich Gründe waren oder das waren halt die Gründe wohl, warum sie nicht alle gleichzeitig am Set sein konnten. Mhm. Okay, war ein kleiner Ausflug nach Arrested Development, aber Habe ich selber leider nie gesehen. Also, ich habe es auch, wie gesagt, auch erst in diesem Jahr entdeckt für mich. Also ich habe es schon mal letztes Jahr irgendwie angefangen, da fand ich aber es relativ schwer reinzukommen. Ich fand es irgendwie super aufgedreht und zu wild und habe da irgendwie einfach keinen Einstieg gefunden. Und habe mich total gestresst gefühlt so von den ersten zwei Folgen, die ich da gesehen habe. Und dann wie es halt so manchmal ist, dann habe ich ein Jahr später das nochmal versucht. Ja, du hast halt die ganze Zeit einen Erzähler, der das Tempo hochhält, ne? Das macht das aus. Genau, Ron Howard übrigens, coolerweise. Das ist Ron Howard ist also produziert die Serie und er ist aber gleichzeitig der Sprecher, der Erzähler und witzigerweise ab Staffel 4 spielt er sich auch selbst in der Serie. Das ist sehr cool. Und möchte quasi einen Film drehen über diese verrückte Familie. Und diese Meta. Das ist sehr, sehr geil, selbstreferenziell. Das klingt sehr cool, ja. Also die ersten drei Staffeln kannst du echt, würde ich jedem immer sofort empfehlen, weil da ist wirklich der Humorfaktor und das Pacing richtig gut. Wie gesagt, vierte Staffel ist wie Daniel schon sagte, sehr speziell. Und Staffel 5, wie gesagt, reicht leider nicht an die alten Staffeln, wobei es da nicht so wir ist wie in vierte Staffel, weil sie es von vornherein anders gedreht haben diesmal wieder. Okay. Schöner Hinweis. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann das gerne nachholen. Was habe ich zuletzt gesehen? Ich war auch im Kino. Ich habe auch, wie gerade schon erwähnt, Mission Impossible gesehen. Ich möchte aber zwei andere Filme erwähnen oder einmal kurz ein bisschen was drüber erzählen. Weil sie vielleicht noch nicht jeder gesehen hat, hängt damit zusammen, dass sie noch nicht im Kino sind. Das ist einmal der neue Film von Mark Wahlberg, nämlich Mile 22. Ein Kriminalfilm-Thriller. Ein bisschen militärisch angehaucht, ist ein Sondereinsatzkommando, die in ganz speziellen Fällen eingreifen. Es ist sehr brutal. Regisseur ist Peter Berg oder Peter Berg, wie man es gerne nennen möchte. Was ich sehr cool finde, den Namen muss ich jetzt ablesen, da kann mir Sean vielleicht sonst helfen. Iko Uwais. Sagt dir der Name was? Das ist der Hauptdarsteller aus den The Raid-Filmen. Also da weiß man auch, was der in dem Film machen wird, nämlich Kampfsport natürlich. Und der hat auch eine sehr geile Rolle. Also da geht's auch ein bisschen so Richtung, jetzt nicht zwingend auf ihn gemünzt, aber da geht's auch um Spionage oder klassische Beispiel Doppelagenten, sowas in die Richtung. Ist wirklich ein sehr guter Actionfilm, sehr brutal. Ich bin auf den FSK gespannt. Und es spielt neben Mark Wahlberg Lauren
nee, wie heißt sie denn? Die gute Dame aus, die Maggie nicht Shaun of the Dead hier, wie heißt es denn, die Zombie-Serie? Ich komme halt auf den Namen nicht. Walking Dead. Okay, ja, die Maggie, die, ja, die Frau. Ja, von dem Asiaten. Von dem Asiaten. ja. Ja. Lauren, Asiaten, sie heißt doch Lauren Cohn. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und die spielt da mit. Das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass ich sie in einem Kinofilm gesehen habe und direkt an der Seite neben Mark Wahlberg und John Malkovich. Ja, schon sehr cool. Also John Malkovich spielt so im Hintergrund so der Operator, der im Hintergrund auf Monitore guckt und sagt, hier, ihr müsst dahin gehen, bitte da in den Raum stürmen und so der Koordinator und ja, also ich möchte auch über die Story nicht so viel sagen, weil das macht so ein bisschen auch den Film sogar lustigerweise gerade am Ende noch aus. Ist wie gesagt, genau, die heißen sogar, da dachte ich erst, ist das eine Videospielverfilmung? Diese Organisation heißt sogar Overwatch, weil es gibt ja auch Overwatch als Spiel, aber da gibt es wohl keinen richtigen Zusammenhang, nicht, dass ich wüsste. Also immer wenn, genau, hier wird schön beschrieben, immer wenn Diplomatie nicht mehr zum gewünschten Ziel oder Ergebnis führt, dann kommt Overwatch zum Tragen und hat seinen Einsatz. Ja. Okay. Das ist Mile 22 und dann habe ich noch einen sehr geilen Film gesehen. Den möchte ich auch noch mal erwähnen. Der heißt Searching. Sagt euch das was? Drama/Thriller mit einem sehr coolen Schauspieler, den mochte ich jetzt auch als Mr. Sulu in der neuen Star Trek-Serie, John Cho. Oder der hat auch diese Kiffer-Filme mitgemacht. Ja. John Cho. Der Film ist so ähnlich, oder ich weiß gar nicht, ob es dafür schon Namen gibt. Da könnt ihr mir jetzt helfen, weil das ist ein Film, die sind, glaube ich, gefühlt, korrigiert mich, relativ günstig zu produzieren. Das ist ein Film, der findet nur auf dem Desktop statt, im Endeffekt. Also so ähnlich wie dieser Horrorfilm, den sie schon mal hatten, mit Unknown Caller oder so hieß der. Siehst halt am Anfang des Films sogar einen Windows XP-Screen und dann siehst du, John Cho hat eine Frau und eine Tochter und man sieht halt in Videoschnipseln und Botschaften, iMessage gab's da noch nicht, ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemacht haben, auf jeden Fall siehst du halt Szenen, wie die Tochter langsam groß wird, die Frau von John Cho an Krebs leidet, ihn erst besiegt, dann aber wieder rückfällig wird und dann letztendlich leider stirbt, sodass er quasi mit seiner 16-jährigen Tochter alleinerziehender Vater ist. Und dann siehst du halt auch immer dann kommt der Sprung in die Gegenwart. Ist ein Sony-Film, aber es wird alles auf Mac gemacht. Also das fand ich auch sehr spannend, dass Sony das macht. Du siehst also eine Mac-Oberfläche, du siehst iMessage, also die Nachrichten, die er mit seiner Tochter oder mit seinem Bruder oder mit wem auch immer schreibt. Und natürlich FaceTime. Also gerade über FaceTime wird natürlich dann viel transportiert mit Bild und Ton. Und die Tochter, die verschwindet, sie reagiert auf einmal nicht mehr auf Nachrichten. Man sieht sogar noch, dass sie nachts versucht hat, ihren Vater anzurufen. Da siehst du halt dann die Anrufe in Abwesenheit. Aber er sieht es erst am nächsten Morgen und ab dem Zeitpunkt erreicht er sie nicht mehr. Und dann geht die Suche nach den Gründen, wo sie hin ist, warum sie weg ist, wurde sie entführt, was ist passiert. Das erforscht er alles. Und dazu meldet er seine Tochter dann als verschwunden. Und geht dann an ihren Mac, ganz lustige Szene, wie er an das Passwort kommt, dann meldet er, bei Facebook meldet er sich dann oder will sich anmelden mit ihrem Account und dann, okay, Passwort habe ich nicht, wird was an die Mail geschickt, oh, die Mail-Adresse, da hat er keinen Zugang, also lässt er sich da wieder was zuschicken und das geht dann sogar noch an das alte Konto von der Mutter, das wurde wohl damals mal bei der E-Mail-Adresse als E-Mail-Adresse hinterlegt, wenn das Passwort verschwunden ist und dann kramt er quasi den alten Windows-PC hoch und meldet sich als die verstorbene Mutter wieder an und kommt dann an das Passwort und so kommt er auch in Facebook rein, es werden alle möglichen, also was man heutzutage kennt, ich glaube neben Facebook, nicht Facebook, Tumblr, ne, heißt es Tumblr, gibt's auch, ne? Ja, und You, wie heißt das, was die Kiddies immer zum Stream benutzen, You Live oder You Ustream? Ich weiß es nicht. Nee, nicht U, also Ustream? Irgendwas mit U. Das ist, glaube ich, gerade für jüngere Kinder oder Kinder in Anführungsstrichen oder Jugendliche sehr gefragt. Und da forscht er immer weiter rein und kriegt langsam heraus, eventuell
in welche Richtung das gehen könnte, wo seine Tochter hin ist. Und ist halt super spannend gemacht. Und wenn das so gut gemacht ist wie in diesem Film, macht mir sowas auch mal Spaß. Der Regisseur meinte, ja, das wäre die Zukunft des Kinos. Das glaube ich jetzt nicht. Ich finde es aber ein nettes Subgenre oder ein generell nettes Genre, was es gerne ab und an mal geben darf. Gerade da, wo es dann Sinn macht. Es gab ja halt auch viel vor ein paar Jahren sowas wie Project X, wo auch alles mehr so gefilmt war mit Handkameras und sowas. Und das ist jetzt halt eine logische Weiterentwicklung, weil der nächste Step in die Social-Media-Bereich und das so zu machen. Und wie gesagt, der Film ist richtig spannend und macht richtig viel Spaß und kommt Ende September ins deutsche Kino. Okay, spannend. Ja, cool. Das klingt echt interessant, ja. Ich war auf dem Fantasy-Filmfest vor 3-4 Jahren und da lief ein Film mit Elijah Wood. Ah. Ich weiß nicht, der hieß Open Windows, kann das sein? Oder irgendwas mit Windows. Ja. Wo ich das auch dann zum ersten Mal erlebt habe. Also der Film spielt auch fast ausschließlich auf dem Desktop in verschiedenen Fenstern eben. Und er ist irgendwie in einem Hotel, aber wird dann irgendwie live Opfer von irgendeiner Form von Erpressung, wird dann aber, also er muss dann schon aktiv werden und irgendwie aus dem Hotel dann irgendwie auch raus, kommt zu einer Verfolgungsjagd und so, aber trotzdem die meiste Zeit spielt das eben auch so an einem Desktop, da habe ich dieses Konzept zum ersten Mal erlebt, den fand ich auch ganz interessant. Genau, und von diesem Horrorfilm habe ich auch mitbekommen, aber den habe ich nicht gesehen. Ja, genau, mit Gruppen, Videochats und dann irgendwie war da aber immer so ein Unknown Caller, der sich da rein mogelt. Ja, Unknown Caller war das, hieß auch der Film, meine ich. Ja. Aber was ich cool finde, da könnt ihr mir mal Hilfestellung geben, gibt es da Templates oder wie wird das übersetzt? Weil für mich ist das ja, wenn das dann in Deutschland rauskommt, ja fast wie ein neuer Film, weil in diesem Film, den ich gesehen habe, ich habe ihn in Deutsch gesehen, war wirklich alles 1:1 übersetzt. Also eine deutsche XP-Oberfläche, deutsches YouTube, also alles in Deutsch. Und auch die Nachrichten, die sich schreiben in iMessage, alles in Deutsch. Wow, das ist aber selten, ne? Das ist sowas. Ich meine, wenn der Film hauptsächlich daraus besteht, dann ist das natürlich irgendwie wichtig auch fürs Publikum. Im Endeffekt, witzigerweise, mein Bruder hat gerade ein Video gemacht, ein YouTube-Video, 5 Minuten Video-Kurzfilm, der auch auf diese Weise funktioniert, quasi nur am Bildschirm stattfindet und wie er mit einer Mädel schreibt über Facebook. Das Video kommt in 2 Tagen online. Ich weiß noch nicht, wann das jetzt, also wenn unser Podcast hier ausgestrahlt wird, aber das fand ich auch sehr spannend, weil er sitzt auch nur vorm Bildschirm und ist an Facebook, aber das ist total dynamisch gefilmt und erzählt und nie, nie langweilig. Trotz dieser nur einen einzigen Location. Und ich weiß halt, da haben sie es halt so gemacht, dass sie in After Effects wirklich alles gebaut haben. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, es gibt irgendwo ein Facebook-Template oder sowas, was wir nutzen, sondern es ist komplett selber gebaut in After Effects und dementsprechend auch die Texte selber eingefügt. Und wahrscheinlich haben sie dann das dann hier auch alles so weit vorgefertigt, dass man dann auch natürlich mit viel Arbeit, aber trotzdem halt dann innerhalb dieser ganzen vorgefertigten Grafiken dann und Animationen die Texte dann auch in verschiedenen Sprachen ausgeben kann. Ja. Ich denke auch bei so einem Film, wo das der Kern des Production Values ist sozusagen. Also es geht darum, dass wir halt die ganze Zeit irgendwie auf diesen Desktop schauen. Da ist das halt von Anfang an auch schon als Posten im Produktionsbudget halt berücksichtigt. Also es ist schon, denke ich, mehr Aufwand und ein Overhead, aber dadurch, dass es halt, wie der Sean ja auch eben gesagt hat, so integral ist für die Story und für den ganzen Verlauf, ist das halt, denke ich halt eben auch klar von Anfang an, dass man halt eben da die Sachen austauschen muss. Ich meine, bei Pixar-Filmen sieht man das ja auch hin und wieder. Also einerseits also Schilder und sowas. Es gibt teilweise auch ganze Szenen, habe ich gerade vor kurzem nochmal gelesen, ich glaube bei In and Out, wo teilweise in der internationalen Version komplette Szenen wegen dem kulturellen Kontext ausgetauscht werden. Oh, also wo du zum Beispiel. Also ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Das ist nämlich, dass in einer Version spielt sie halt Eishockey und irgendwie in einer anderen Version spielt sie Fußball. Weil da halt eben einfach irgendwie halt das jeweilige Publikum halt dann irgendwie besser mit relaten kann. Und das ist
Ja, genau. Ich weiß. Als ich gelesen habe, war ich irgendwie verwundert, weil ich irgendwie dachte, hä, warum ist das so und so rum? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, das wird dann auch schon mitunter gemacht. Und das, also als ich das die ersten Male gesehen habe, ich glaube, das war sogar schon bei Toy Story so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, als ich ihn im Kino gesehen habe, war ich damals schon so irgendwie weggeblasen, dass es da teilweise im Film in den 3D-Szenarien da deutsche Begriffe irgendwie gibt. Ja, das hat mich auch damals, also ich weiß nicht, welcher Film es zuerst auf dem Pixar, wo es mir aufgefallen ist, aber ich habe auch gedacht, oh, warte mal, das ist irgendwie auf Deutsch gerendert. Interessant. Mhm. So. Und die fällt mir gerade ein, also bei Disney ist das, glaube ich, wirklich immer so, auch bei den Home-Releases auf DVD oder Blu-ray, dass die dann immer auch die deutschen Texte da haben, also auch damit die Kinder das auch direkt verstehen und lesen können. Und dann gibt es ja doch sehr viele Filme, es gibt ja doch immer wieder mal Filme, wo der Vorspann, gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft, diese klassischen Vorspänne, wo alle Namen stehen und sowas, wo der Vorspann dann wirklich auf Deutsch ist oder deutscher Titel auch im Kino zu sehen ist, aber auf der DVD oder Blu-ray hast du dann trotzdem nur die englischen Texte. Genau, wo das Master genau einfach nur als Ami-Master ist. Aber ganz manchmal gibt es dann doch die Ausnahmen. Zum Beispiel in Star Wars Blu-rays, aber auch bei den DVDs schon haben sie es auch hinbekommen, dass die dann, dass es switcht. Wenn du die Sprache auswählst, dann hast du den. Aber der Text am Anfang bei dem Star Wars-Film ist ja immer so ein langer Text und alles. Und das ist dann auch Deutsch und Englisch. Das ist auch einer von diesen Ausnahmen, wo sie es hinbekommen haben. Ja, stimmt. Wobei da ist es, glaube ich, einfach, oder? Das ist einfach wie eine Variable, wo dann in diesem Schriftzug einfach das entweder in Deutsch oder in Englisch oder in welcher Sprache auch immer steht. Also da, glaube ich, ist es noch relativ einfach. Aber naja, also ich sag mal, der Unterschied ist natürlich, wahrscheinlich wird es weniger lange dauern, als auszurendern. Aber im Grunde, wenn du halt so, wenn wir jetzt auch so, wenn wir jetzt einen Pixar-Film oder sowas nehmen, je nachdem, wie es jetzt konkret gemacht wird, aber ist es da ähnlich. Das soll im Endeffekt einfach, du hast eine Textebene und die änderst du dann um. Nur natürlich bei diesen aufwendig gerenderten 3D-Sachen, das dauert dann halt ein bisschen länger, bis das dann rausgerendert ist. Bei so einem Star Wars Fleet-Text ist es dann wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber von der Idee her ist es immer das Gleiche, dass du halt einfach da irgendwo in deiner Software in der Regel halt irgendwo eine Variable halt umänderst, eine Textvariable umänderst. Mhm. Na gut, wenn du halt eben dann irgendwie so ein brutal deutsches, langes Wort hast, da müssen wir vielleicht dann noch eine Lösung für überlegen, wenn es dann über das Schild hinaus blutet oder so. Dass du dann, keine Ahnung, entweder ein anderes Wort findest oder was auch immer, ja, aber abgesehen von solchen konkreten Problemen ist es, glaube ich, vor allen Dingen eben das, ja. Also es ist, glaube ich, mehr wirklich eine Organisations- und Workflow-Frage und deswegen ist es natürlich auch spannend, dass es dann so, jetzt ein Film, wie du ihn eben genannt hast, ich habe schon wieder den Namen vergessen, sorry, Searching, genau, dass der halt wirklich so komplett eben auch lokalisiert ist. Also das, denke ich, das zeigt halt eben einfach, wie gut sie halt schon im Vorfeld halt einfach gewusst haben, dass das halt eben immer auch in den verschiedenen Sprachen halt gerendert und gemacht werden muss. Nochmal kurz, du meintest gerade ja wegen dem Fußball, das glaube ich auch, dass sie das gemacht haben. Mich wundert das nur manchmal ein bisschen, weil schau dir andere amerikanische Serien oder Filme an, guck dir Modern Family an oder so, da spielen Mädels ja sehr häufig Fußball, weil in Amerika gerade ja natürlich Fußball eher so das typische Frauen- oder Mädelsspiel ist, ne? Also da ist es schon fast überraschend. Ne? Oder ich glaube bei Kindsköpfe oder so Adam Sandler-Filme, wo die Väter dann mit ihren Töchtern, die spielen dann häufig Fußball. Also da hätte man sogar so lassen können, da wäre noch nicht. Ja, aber also das kann sein, dass es vielleicht so rum, weil ich meine, dass ich irgendwie verwundert war, wo jetzt was gezeigt wird. Das muss man ja nochmal genau nachschlagen, wie es jetzt genau gewesen ist. Aber es kann sein, dass mich das erstmal so verwundert hat, weil ich dachte, hey, Amerika Fußball, wieso? Und dass sich das aber so erklärt, dass es halt in Amerika so ein, das wusste ich nämlich nicht, dass es halt so eine Frauendomäne ist, Mädchendomäne ist. Ja, ist es. Was noch ein bisschen besser erklärt, warum die Amis dann so halt auf Fußball runterschauen. Ja. wenn sie ja wirklich sagen, so, ja, das spielen bei uns die kleinen Mädchen, da kann man natürlich dann schon verstehen, warum sie dann vielleicht sich dann so eher bei ihrem Football dann wohlfühlen. Ja, müsst ihr echt mal drauf achten. Ich wette mit euch, wenn ihr den nächsten Serien oder Filme seht und plötzlich spielen da die Mädchen Fußball, werdet ihr genau jetzt immer daran denken, ja, alles klar, die haben ja, ich glaube auch. Fußballverständnis, ja, das ist so. Cool, ja, dann haben wir ja alle ein bisschen was anderes gesehen, zum Teil. Das ist, ich hoffe, vielleicht auch, wie gesagt, gerade Searching ist definitiv ein Tipp. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da in Zukunft in dem Bereich dann auch noch kommt. Bevor wir dann so ein bisschen in eure Arbeiten gehen, hätte ich gerne noch würde ich gerne noch fragen, habt ihr denn noch wirklich jetzt nach der, ich sag mal,
oft ja genannten Sommerloch, auch im Filmebereich. Habt ihr noch für dieses Jahr Filme, wo ihr euch extrem drauf freut? Also ich kann es kurz machen, ja. Tatsächlich, mir fällt spontan nichts ein. vielleicht, wenn ihr jetzt was sagt, kommt mir es mir, aber ich habe jetzt nicht so etwas, was mich jetzt durch die Nacht hält. Aquaman. Ja, also da habe ich nur gelesen, dass das Testpublikum gesagt hätte, er wäre gut, aber nicht umwerfend und dass er sich mehr anfühlen würde wie ein Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Das nehme ich alles, worüber wir uns zur Kenntnis, und ich bin auch gespannt und ich werde ihn mir, denke ich, auch auf jeden Fall anschauen, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, so, oh, geil, muss ich unbedingt sehen. Mhm. Sean? Ja, bei mir ist es auch schwierig. Also ich glaube, der letzte Film, auf den ich mich dieses Jahr wirklich so groß gefreut habe, war Mission Impossible tatsächlich. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von der Mission Impossible-Reihe bin, aber seit dem 5. Teil fand ich es wieder richtig gut. Der 4. war auch schon wieder richtig gut, aber der 5. noch umso mehr, seitdem dieser neue Regisseur Christopher McQuarrie, der auch also Autor und Regisseur bei den letzten beiden Filmen war, das alles macht, war ich wirklich richtig heiß. Und der Trailer, der erste Trailer, der zum Beispiel Impossible 6 rauskam, war auch wirklich so geil. Da war ich wirklich richtig gehypt drauf und ich glaube, ich muss mir gerade überlegen, ich hatte gerade noch was im Kopf. Ich glaube, was ich auch ganz zumindest interessant finde, worauf ich mich ein bisschen freue, ist der Queen-Film, Bohemian Rhapsody. Da war der Trailer auch sehr, hat mich auch ganz gut mitgenommen. Also natürlich macht das auch viel die Musik, aber da freue ich mich auch drauf. Bohemian Rhapsody heißt das, ja. Ja, stimmt. Also ich fand, ich war erst mal so ein bisschen, als ich das alles mitbekommen habe, so ein bisschen enttäuscht, dass dann doch Sacha Baron Cohen dann nicht einspringt. War ich auch sehr enttäuscht. Und dann aber habe ich auch, ich habe auch den Trailer oder Teaser, keine Ahnung, gesehen, wo jetzt hier der Mr. Robot-Darsteller, wie heißt der, Malek, ja genau, wo er halt eben da die Rolle spielt. Und dachte ich mir auch so, oh, wow, okay. Stimmt, also da bin ich auch sehr vielleicht gespannt. Vielleicht wäre es sonst zu, in Anführungsstrichen, albern geworden, selbst wenn es nicht albern wäre, weil man immer Borat oder halt Sacha Baron Cohen da sieht. Ne? Vielleicht hat man davor Angst gehabt und man wollte wahrscheinlich auch einen etwas jüngeren eher haben, weil, Sacha Baron Cohen ist nicht mehr der allerjüngste mittlerweile. Und vielleicht hat man sich deswegen dann dafür entschieden. Und ja, ich gebe euch absolut recht, den hatte ich gerade gar nicht mehr auf meiner Agenda. Aber ja, als alter Queen-Fan freue ich mich auch total auf diesen Film. Ja. Cool. Ja, stimmt. Ja. Ansonsten gibt es noch, Tierwesen 2 für alle Potter-Freunde. Ich habe den ersten noch gar nicht gesehen. Ja. Hast du, glaube ich, nicht viel verpasst, würde ich vorsichtig behaupten. Habe ich es auch nicht vom Hocker gerissen. Aber eure Meinung noch, würde mich interessieren, falls ihr den Trailer gesehen habt zu, ich glaube, Akira Battle Angel? Nee, oder wie Alita. Heißt der nochmal? Ja, genau. Der neue Robert Rodriguez-Film da. Ja, schwierig. Ich meine, ich habe das so schon, weiß ich nicht, vor 10 Jahren irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, weil James Cameron lange Zeit vorgehabt hatte, diesen Film, diesen Manga zu verfilmen. Und das ist aber nie dazu gekommen. Und jetzt haben sie es halt dann doch gemacht mit Rodriguez. Und Rodriguez fand ich früher auch wirklich toll, war ein großer Fan. Aber seit vielen Jahren kam irgendwie nichts mehr, wo ich dachte, hey, das ist wirklich cool. Sondern, ja, ganz im Gegenteil, irgendwie eher schwache Sachen, die er dann rausgebracht hat. Sind die 2 war auch nicht mehr so geil. Habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt. Da war ich auch ein riesen Fan vom ersten. Und dann hat es einfach zu lange gedauert, bis der zweite kam. Und irgendwie war die Luft dann raus bei mir. Ja. Und die Kritiken waren auch sehr schlecht dann. ich weiß nicht, der Trailer sagt mir dann nicht so zu. Das sieht doch alles mir zu künstlich aus. Diese Hauptfigur vor allem. Das irritiert mich auch total, muss ich sagen. Das irritiert mich total, dass sie da so einen Manga-Anime-Look irgendwie in das 3D-Model irgendwie dann reingebacken haben. Ja. Aber sie ist die einzige oder eine der einzigen Figuren, die 3G generiert sind oder naja, da war ja einer noch so der zur Hälfte ein Roboter war oder so. Also da waren schon mehr. Ich denke auch, da waren irgendwie so ein paar. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, das muss man ja wiederum lassen, ne? Da ist die Technik so schön vorangeschritten. Ich war für eine Sekunde nicht sicher, ob es jetzt ein komplettes 3D-generiertes Ding ist oder eben nicht. Ich fand diese Kombination. Sie ist komplett so computeranimiert, oder? Nein, ich meine, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der ganze Film
computergeneriert ist. Aber jetzt, wo er darüber spricht, also sie haben schon ganz real gedreht, aber haben halt eben einfach Elemente dann halt da eingebaut. Genau. Ja, okay. Weil das mit den Augen, das hatten wir ja zuletzt in Star Trek 11, da gab es auch so ein Alien, die so vergrößerte Augen hatte. Und da musste ich jetzt so dran erinnern, da werden sie einfach nur die Augen aufgezoomt haben, so in Anführungsstrichen, ne? Sieht schon ganz spannend aus. Aber ich bin da halt auch noch sehr skeptisch. Aber ich wollte halt mal eure Meinung halt dazu hören, weil es ist nicht ganz mein Genre eigentlich. Mir fällt gerade noch ein Film ein. Nicht unbedingt ein Film, auf den ich jetzt mich großartig freue oder gehypt bin, aber ein neuer Predator-Film kommt. Sean Black. Upgrade. Genau, und jetzt, genau wegen dem Regisseur bin ich dann doch irgendwie ganz interessiert daran, auch wenn das vom Trailer her aktuell doch sehr, schon sehr billig aussieht, würde ich mal vorsichtig sagen. Shane Black, oder? Genau, Shane Black, aber ich mag den Regisseur sehr gerne, seit hier Kiss Kiss Bang Bang vor allem, aber auch Lethal Weapon fand ich früher toll, was er geschrieben hat. Nice. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch wie den Trailer jetzt irgendwie nicht so toll aussah, fand ich, der schon Spaß machen kann. So. Als kleiner, mittelgroß, kleiner Horror-Sci-Fi-Action-Film mit coolen Sprüchen irgendwie. Mit 80er-Feeling. 90er-Feeling sogar. Das stimmt. Ja, spielt es in den 90ern? Ich glaube, ne? Ja, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe bei dem Regisseur immer so einen starken 90s-Vibe irgendwie. Auch hier der Iron Man-Film von ihm fand ich auch sehr 90s-mäßig vom Feeling. Ja. Genau. Stimmt. Wo wir bei dieser Art von Filmen sind, da kommt jetzt nicht mehr dieses Jahr raus, aber ich bin gespannt, was James Cameron mit der Terminator-Franchise jetzt wieder anstellt. Stimmt. Das wird ja alles komplett gelöscht, also bis Terminator 2. Das heißt, sein Film knüpft dann fließend an, halt an seinem Deswegen eigenen. Deswegen spielt ja Linda Hamilton auch wieder mit, ne? Es gibt erstes Foto mit ihr, ja. Die hat sich dann dafür wieder bereit erklärt, genau. Also da bin ich gespannt, aber gut, das wird sich wahrscheinlich noch ein Weilchen hinziehen. Ja, stimmt. Da bin ich auch sehr gespannt. Da hatte ich auch immer, als Jugendlicher war ich auch sehr großer Fan von Terminator, gerade von dieser Zukunftswelt, von der man ja nur so wenig gesehen hat. Und hatte mir immer erhofft, dass mal irgendwie ein wirklich cooler Terminator-Film kommt, der sich mehr mit dieser Zukunftswelt beschäftigt. Aber alles, was nach dem zweiten kam, dann wird irgendwie immer schlimmer. Ja, immer schlechter. Das stimmt. Deswegen ist jetzt so die Hoffnung, vielleicht die Chance, dass sie es doch nochmal, dass was Cooles draus machen. Wenn es einer hinkriegt, dann James Cameron. Das ist mein fester Glaube. Daran muss ich einfach glauben. Führt er denn Regie? Der hat doch gar keine Zeit mit Avatars. Nee, der produziert nur. Okay. Vielleicht schreibt er auch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, aber der Regisseur ist Tim Miller, der auch Deadpool 1 gemacht hat. Okay. Okay. Na gut, okay. Aber trotzdem, also Cameron ist da wieder mehr drin involviert. Also halte ich da erstmal so meine Hoffnung hoch. Wo wir gerade bei animierten Menschen sind, das gab es ja sowohl bei den Terminator-Filmen, wo sie Arnie animiert haben, ne, sowohl beim vierten Teil, glaube ich, als auch bei Genesis gab es ja so ein paar Szenen, wo es schon deutlich besser animiert war. Aber der Vorreiter meiner Meinung nach in so animierten, vor allem jetzt auch verjüngten Varianten, da muss ich jetzt mittlerweile echt immer an Marvel denken, die fast jeden Marvel-Film, egal ob es ein Michael Douglas ist, ob es ein Robert Downey Jr. ist oder bei Guardians of the Galaxy Volume 2 Kurt Russell. Das sah zum Teil sah es so gut aus, dass man diesen Uncanny Valley Effekt nicht hatte. Ne? Teils, ja. Die sind da nah dran, so dass man wirklich vielleicht irgendwann auf die Idee käme, auch jetzt ältere Schauspieler plötzlich in Jungen wieder, also ne, als junge Figur in einem ganzen Film spielen zu lassen. Ja. Das wär auf jeden Fall mal was ganz Neues, wenn das funktioniert. Ja. Ja, bei Ant-Man 2 hatten sie es auch noch mal ein bisschen mehr gemacht. Sogar. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja, habe ich. Michelle Pfeiffer vor allem. Und Michael Douglas. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die sind da auch bestimmt richtig happy, wenn die diese Chance haben, sich nochmal jung sehen zu können, so als Schauspieler. Ja, oder das ist traurig. Vielleicht auch. Was ich mich natürlich frage, ist, also das ist jetzt, glaube ich, eine spannende Entwicklung, die man so in den nächsten Jahren halt beobachten kann, wo da der, ich sag mal, der
wie soll ich sagen, der Preis-Leistungs-Breakpoint ist. Also wo man dann sagt, naja, eigentlich ist es sinnvoller, dass wir jetzt einen jungen, frischen Schauspieler aufbauen, der mit dem vielleicht auch junge Leute auch noch besser relaten können und dass man den halt eben einfach fest hat. Weil ich meine, warum macht man sich diese ganze Mühe? Na, ganz einfach, weil natürlich Arnold Schwarzenegger, eine Michelle Pfeiffer halt auch ein älteres Publikum ansprechen, weil sie halt irgendwie seit 30, ja, 40 Jahren teilweise halt im Geschäft sind und natürlich dann so eine unglaubliche Strahlkraft haben. Deswegen ist das super interessant, auch diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Nur im Endeffekt trotzdem bleibt es ja dabei, wenn jetzt irgendwie ein 15-Jähriger ins Kino geht und halt so einen Arnold Schwarzenegger verjüngt sieht, dann ist es vielleicht noch cool und witzig, aber irgendwann denke ich sich auch, naja, aber wo ist denn mein Action, wo ist denn mein New Generation Star sozusagen? Deswegen, wer ist das überhaupt da so? Ja. Genau, warum machen sie sich die Arbeit und verjüngen diesen alten Sack so sehr? Was ist denn das denn so? Also was ich erschreckend finde, muss ich sagen, aber ich kriege das halt auch immer stärker mit. Also man kommt dann doch langsam in so ein Alter, wo man dann halt wirklich feststellt, dass es eine ganze neue Generation gibt von Kinogängern, von Leuten, die sich auch total in die Popkultur stürzen, die halt einfach überhaupt keinen Bezug mehr haben zu diesen Sachen. Ne? Also so aus den 90ern und zu einigen älteren Actionstars und so. Also deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das, in welche Richtung da der Trend halt eben auch mit der Digitalisierung der Leute weitergeht. Ne? Oder inwiefern halt wirklich das Publikum auch ein bisschen sich dieser Illusion hingeben möchte, dass das echte, angefassbare Menschen sind und theoretisch, dass du diesen Leuten theoretisch begegnen könntest, ja, im Jetzt. Ja. Also deswegen, das zu dem Punkt auch mit dem quasi älteren Publikum, ich weiß, auch bei Guardians of the Galaxy 2 war ich mit meinen Eltern auch drin. Ich fand den echt sehr gut, den zweiten Film. Und war dann zweites Mal drin mit meinen Eltern, mit meiner ganzen Familie sogar und meinem Bruder. Und meine Eltern waren dann auch so, als man Kudos gesehen haben, die wussten halt auch überhaupt nichts über den Film. Die kannten zwar den ersten, aber die wussten jetzt keinen Trailer gesehen, dann direkt in der ersten Szene, wenn Kurt Russell auftaucht, in Jung auch noch. Ja. Und sie beide so, oh, cool, Kurt Russell. So die haben sich gefreut, quasi Kurt Russell zu sehen, weil man den ja auch länger nicht mehr so in der großen in der Rolle gesehen hat. Das war irgendwie cool. So. Ja. Toll. Ja, auf jeden Fall, toll. Dafür ist es auch echt eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Also, der einzige, wo es richtig billig wird, den in Jung darzustellen, wäre dann im nächsten Top Gun Tom Cruise. Der kann seine Szenen als Junger wieder so spielen. Die musst du nicht verjüngen. Der altert nicht, der Mann. Das ist krass. Ich hab irgendwann mal gelesen, dass Val Kilmer auch dabei sein soll wieder bei Top Gun 2, was ich mir irgendwie zurzeit total schwer vorstellen kann, weil ich glaube, der Arme hat. Also erstmal dachte ich zwischendurch, er wäre schon gestorben. Tut mir leid, aber also ich meine, ich glaube, er hat echt eine schwere Krankheit gehabt zwischendurch. Oh, okay. Aber, also er hatte, ich meine, er hätte sowas wie Speiseröhrenkrebs oder sowas gehabt. Also sowas ähnliches wie Michael Douglas. Nur. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, Leute, aber ich habe es gelesen, dass er halt auch gesagt hat, er weigert sich, das zu therapieren, er möchte das wegbeten, weil er halt eben einfach, der Glauben allein muss ihm da irgendwie die Stärke geben. Und als ich das gelesen habe, habe ich ihn eigentlich schon abgeschrieben und dachte, okay, gut, das war jetzt Val Kilmer. Ja, und dann plötzlich höre ich dann halt wieder, dass er wieder im Gespräch ist für Projekte und so. Wobei er aber auch zuletzt, also als er noch wirklich auch zuletzt noch mal aktiv in einem Film gewesen ist, jetzt eben auch nicht mehr so ausgesehen hat wie zu Top Gun-Zeiten. Ja, mal vorsichtig gut, der hat dann im Der könnte vielleicht auch so eine digitale Verjüngung dann gebrauchen. Ja, wäre wahrscheinlich schon, ja. Hey, das war mein erster Batman damals im Kino. Also meiner auch im Kino. Davon war ich ein großer, mochte ich ihn sehr gerne. Auch dann Willow kann ich da auch schon. Und dann war das so, Will Kilmer war für mich dann damals als Kind ein toller Schauspieler. Ja. So ähnlich wie heißt der gute Mann noch aus den alten Mumie-Filmen? Brandon Fraser. Ja, den fand ich auch damals richtig geil, weil der halt die coolen Sprüche drauf hatte und lustig war. Und ja, und dann kam nichts mehr. Auch länger nichts mehr gehört, ne? Teuflisch gab es noch dann mit ihm und Liv Hurley. Der mochte ich auch, oder? Ja. Und das war es dann irgendwann auch, leider. Dann gab es nochmal einen vierten Teil, ne? Einen dritten Teil war das dann, glaube ich. Ja, von der Mumie, ne? Das war ganz schlimm. Irgendwas mit dem Kaiser, irgendwas und ja. Mit Jet Li, aber das war so. Stimmt. Ja, irgendwie alles an Potenzial verschwendet, was das irgendwie gegeben hätte. So. Ich benenne den Podcast jetzt offiziell um in drei alte Säcke. Die Vergangenheit. Oh Gott, ja. Zu ihren alten Schauspielern. True. Ja, so ist es leider, aber ihr habt recht, also gerade die jungen Leute, die denken, es gibt gerade mal 6-7 Bond-Filme als Beispiel, weil sie diese ganzen Historie dahinter gar nicht so wahrgenommen haben oder gar nicht zum Teil kennen, ne? Oder auch Actionhelden, ja, wer ist denn heutzutage bei jüngeren Leuten Actionhelden? Wahrscheinlich die aus den Fast and Furious-Filmen, ne? In The Rock sicherlich. The Rock auf jeden Fall. Ja, du stimmt, ne? Stimmt, ja. Bei dem läuft's gerade, ja.
Ja, wobei die letzten zwei, drei Filme mit Rampage und so, die waren an der Kasse nicht gut. Und ich glaube, der letzte erfolgreiche an der Kasse war dann Jumanji. Und, aber der war richtig erfolgreich, überraschend. Der war richtig erfolgreich, ja. Und wo wir uns auch, wir alten Säcke, uns am liebsten umgedreht hätten, nee, geht doch weg damit, das ist ein Robin Williams-Film, den könnt ihr doch jetzt nicht mehr spielen lassen. Ganz kurz, fällt mir gerade zu dem Thema noch ein, wegen alte Filme fortgesetzt mit The Rock. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass eine Fortsetzung zu Big Trouble in Little China. Habe ich auch gelesen, ja. Mit The Rock. The Rock Johnson. Mit wem? Und das war genau, ja. Ich habe auch gelesen, es soll kein Remake sein, sondern es soll eine Fortsetzung sein. Mhm. Ja. Es soll wirklich also anknüpfen an der Story. Ja, also ich liebe das Original. Und wenn sie Kurt Russell wieder eine Rolle geben, dann hey, warum nicht? Mal gucken, was sie draus machen. Gut, ja. Sehr geil, stimmt. Boah, crazy. Ja, das ist, also, das finde ich halt interessant, diese Perspektive der Remakes, weil, ne, ich gucke mir dann an, ich denke, ich höre, es ist ein Jumanji neu gemacht werden. Ich denke mir so, was ist denn mit dem alten verkehrt? Ja, also warum muss man denn einen guten Film nochmal remaken und sozusagen irgendwie Setup for Failure sich selber schaffen? Aber ja, die Erklärung ist halt ganz leicht, dass halt Leute dann, also, dass so im Abstand von 20 Jahren, 20, 30 Jahren halt wirklich dann einfach sich das Publikum komplett ändert und du halt wirklich dann Leute hast, die das halt irgendwie noch, einfach nicht mehr mitbekommen, ja. Ich meine, ich bin ja, als ich damals in Kinos, ich denke euch, wie das auch so gegangen sein, als man ins Kino gegangen ist und einen großartigen Film gesehen hat, der damals dann total der Hype war und so, dachte man sich, okay, dieser Film ist gekommen, um zu bleiben, der ist da, der ist fest, der ist jetzt auf der Map, so, das been there, done that, abgehakt, ja, so große Alien-Invasion mit Zerstörung von Städten oder so, Independence Day haben wir irgendwie gecheckt, ja, es ist fertig, okay, dann lass mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und, ja, aber irgendwie nach 20 Jahren, 30 Jahren, wenn du so weit kommst, hast du halt plötzlich wieder ein komplett neues, hungriges Publikum, was im Endeffekt die gleiche Geschichte halt wie nochmal neu erzählt bekommen möchte, mit neuen Schauspielern, neuen Gesichtern, neue zeitgeistigere Perspektive, whatever. Mm. Also ja, das ist schon faszinierend. Fast alles geht da durch. Also ein paar Klassiker lassen sie noch die Finger von. Also gerade mein Zurück in die Zukunft rühren sie zum Glück noch nicht an. Ja. Aber wer weiß, in 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren könnte das auch irgendwann wiederkommen, ja. Ich bin mir gespannt, welche arme Teufel mal Citizen Kane remaken die, soll. Oder so. Also Ben Hur haben sie ja auch in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, stimmt. Auch ein Remake. Genau. Auch nicht gesehen. Auch einfach nee, keiner gesehen, das war das Problem. Ja. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, absolut. Wir kommen natürlich um ein Thema nicht drum rum, wo gerade ich euch beide hier habe. Das ist momentan die Entlassungswelle. Also sowohl bei Bond ist Danny Boyle, gegangen worden, nenne ich es mal, aus wegen kreativen Differenzen. Und natürlich auch ganz vorne, wobei da ist der Grund klar, wo man aber auch genau anderer Meinung sein kann, James Gunn, wo jetzt sogar Guardians of the Galaxy Volume 3 erstmal komplett auf Eis gelegt worden ist. Da würde ich natürlich sehr, sehr gerne eure Meinung zu hören. Ja, mich hat das ziemlich schockiert und traurig gemacht auf jeden Fall. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen live verfolgt, als ich gerade in Seoul in Korea war. Weil ich habe da so, ich folge dem bei Twitter und der macht immer wieder einige Tweets vor allem gegen Trump sehr viel, da war das ja sehr aktiv und das hat dann irgendwann so, das ist dann so eskaliert da, hat sich irgendwie mit gewissen Leuten angelegt und ja, und am nächsten Morgen lese ich dann plötzlich so, warte mal, plötzlich ist er gefeuert und das ging so schlagartig, weil ich habe irgendwie noch darüber nachgedacht, wie krass das gerade einfach so abgeht mit den Anfeindungen und in alle Richtungen und wieder die Leute, die sich gegenseitig irgendwelche Sachen ausgraben und ja, und plötzlich, zack, von heute auf morgen war er weg und das hat mich sehr mitgenommen, weil ich mag die Guardians-Filme sehr gerne, ich mag James Gunns Style super gerne und was er damit gemacht hat und den ganzen Cast von Guardians und habe mich total gefreut auf den dritten Teil dann natürlich auch und war dann schon sehr, wirklich sehr traurig, dass das dann wegen sowas so plötzlich, ja, für immer jetzt halt diese Trilogie niemals bekommen, diese vollständige Trilogie. Vor allem dieser scheinheilige Grund, 10 Jahre alte Tweets, die gab es auch vorher schon, nur weil sie von jemandem jetzt nochmal irgendwie so wie so eine Collage aufbereitet worden ist, ist das doch ein bisschen ein zweidimensionaler Blickwinkel. Vor allem, es gibt ja wohl eher die Gerüchte, dass derjenige, der das damit zu verantworten hat bei Disney, in die Politik will und in dem Falle auch konservativ in dem Falle ist und natürlich
dort auch gerade im Wahlkampf nicht in irgendeiner Art und Weise nur mit dem geringsten negativen Touch belastet sein möchte. Und das würde dann erklären, warum man dann auch so einen Move macht, wo wirklich die Schauspieler von dem Film sagen, hier habt ihr sie noch alle. Und gerade Dave Bautista sagte, nö, dann steige ich aus, so nach dem Motto. Das war schon extrem. Und deswegen kann ich sogar verstehen, dass Disney da jetzt nicht Ron Howard dran lässt, sondern erstmal sagt, wir machen da mal eine Auszeit erstmal. Ja. Und das ist ja nicht der erste Fall. Also ne, gerade bei Disney häuft sich das ja. Ne? Sowohl bei Star Wars, bei Han Solo war es der Fall. Jetzt wird schon wieder gemunkelt, ob nach Episode 8 eventuell nicht diese neue Trilogie von dem Regisseur, wie heißt er? Rian Johnson. Genau, Rian Johnson ja, wahrscheinlich nicht gemacht wird. Also da gibt's ja auch schon wieder die nächsten Gerüchte. Oh, wobei das sind auch nur Gerüchte also, bis sind, jetzt, richtig. Fake-Gerüchte. Warten wir mal ab, ne? Aber, bei Han Solo, bei Rogue One gab es ja auch. Also der Regisseur wurde nicht komplett rausgeworfen, aber da haben sie dann trotzdem riesige Nachdrehs gehabt mit dem anderen Regisseur auch, der aber nicht so viel Nachdreh hatte, dass der Name dann ersetzt wurde wie bei Han Solo. Ant-Man, Edgar Wright. Hm? Ja, auch sehr schade, wobei ich den ersten dann trotzdem auch sehr schön fand, den ersten Ant-Man-Film. Ja. Von, wie hieß denn der Regisseur jetzt? Ja, weiß ich der hat auch den zweiten jetzt gemacht, aber den Namen, das ist es halt, das sind so, das ist genau das, was ich meine. Das sind jetzt alles nur noch so Einheitsschauspieler, die du dir gar nicht so im Bewusstsein behältst, weil die gefühlt keinen eigenen Stil so richtig entwickeln, sondern einfach so Arbeit nach Vorschrift nach dem Studio macht. So ein bisschen. Selbst die Russos, bin ich mal gespannt, die machen ja auch mittlerweile so ein Standard-Marvel-Film nur noch, ne? Also da, wo. Wobei ich finde, die immer noch am stärksten aktuell. Also die haben mich wirklich überzeugt mit Captain America, The Winter Soldier. Auch mit Civil War. Und auch jetzt Avengers 3 fand ich sehr gut. Und ich finde, die bringen da schon was Besonderes mit rein. Und vor allem auch, dass sie so viele Figuren zusammenfassen können in einem Film. Gut, da könnte man sagen, das ist in Avengers 1 auch schon gut gelungen. Und das war... Das stimmt, finde ich auch. Also Joss Whedon kann das auch sehr gut mit vielen Charakteren hantieren, aber ich finde trotzdem, dass Joss Whedon storymäßig, aber auch inszenierungsmäßig als Regisseur fürs Kino irgendwie nicht geeignet ist. Das ist irgendwie, der erste Avengers war für mich zwar super cool, weil es einfach mal so ein erster Film war, der so viele Helden zusammenbringt, die man auch vorher schon stark etabliert hat, war auch sehr lustig und so, aber inhaltlich war der für mich gar nichts und auch visuell war der total langweilig, auch die Action war total langweilig, es lebte wirklich von diesen Figuren und das war dann auch eher wie so eine aufgeblähte TV Episode irgendwie für mich, so also einfach jetzt so filmisch gesehen und auch Edge of Avengers 2 finde ich ganz furchtbar und ich finde die Ressource, die machen schon, also die bringen so eine Ernsthaftigkeit da rein und einen Anspruch auch an die Figuren und auch eine gewisse Substanz, die meisten Regisseure bei Marvel irgendwie vermissen lassen. Und noch ein letzter Punkt, ich finde auch deren Style irgendwie sehr cool, weil die sind so ein bisschen bodenständiger. Das fand ich anfangs ein bisschen langweilig bei den Trailern von Captain America Winter Soldier, aber im Film selber hat das für mich sehr gut funktioniert, dieses Bodenständige. Und wenn sie jetzt mit Avengers 3 dann wirklich so auch so weit in den Weltraum gegangen sind, so intergalaktisch wurden, haben sie auch echt gut hinbekommen. Ja, also ich muss sagen, die Ressorts, die gefallen mir bis jetzt noch sehr gut, ja. Daniel? Zu welcher Frage nochmal konkret? Also sind wir noch bei der Entlassungswelle? Möchtest du dich gerne anbieten bei einem Studio als Ersatz? Möchtest du Guardians of the Galaxy Volume 3 machen? Oder ja, wie denkst du darüber? Nein, also ich glaube, die Leute, die da momentan im Pool sind, die machen das schon sehr gut an und für sich. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt mein Oeuvre anguckt, wo wir jetzt gerade auch einen anderen Regisseur schon dabei haben, den Sean, und sein Oeuvre sich anguckt mit seinem sehr coolen Darth Maul, wenn überhaupt, dann käme er da, glaube ich, zur Zeit mehr in Frage für als ich. Aber ich sag mal zum Thema der Entlassungswelle, ich denke, das ist ein bisschen das Problem, dass die Studios auf der einen Seite möchten sich halt gerne sich damit schmücken, mit diesen Federn schmücken, sagen, wir sind mutig, wir möchten Auteure haben, Writer-Director, die halt irgendwie ihre eigene Vision mitbringen. Aber wenn die dann wirklich mal anfangen, halt
ich meine, ich weiß jetzt nicht, was im Detail halt eben dann da immer hinter den Kulissen besprochen wird und passiert, aber ich gehe einfach davon aus, dass halt eben irgendwann die Regisseure dann ein bisschen unbequem werden und sagen, naja, ich würde das aber gerne so machen und so machen. Ich meine, ich habe jetzt von einigen, ich meine, Joss Whedon war ja auch dann nicht besonders glücklich, als er dann zuletzt gegangen wurde, denke ich auch so, weil auch dann einige Sachen, also wo das Studio dann auch mehr Kontrolle übernommen hat, als er sich das gewünscht hätte. Und dass du halt eben dann einfach, ja, dem Endeffekt als Studio diese Suppe ein bisschen selbst einbrockst, ja. Und ich meine, bei auch gerade beim Star Wars-Universum war es dann ja auch so, halt zu sagen, naja, wir wollen dann irgendwie frische, verrückte Sachen machen, im Solo-Film dann da die das Team vom Lego-Movie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber die beiden irgendwie reingeholt und genau, ja, und halt eben einfach da, um halt eben irgendwie fresh und verrückt zu sein und irgendeinen eigenen Standpunkt reinzubringen und dann plötzlich ab einem gewissen Punkt stellen sie fest, oh nein, das klappt irgendwie nicht mit unseren Workflows, irgendwie die Leute improvisieren zu viel, das funktioniert nicht mit unseren riesigen Budgets und unseren strengen Tagesplänen und dies und das und ja, und dann beobachten wir jetzt gerade, wie es dann wieder zurück, wie die Welle wieder zurückschwappt, ja, und du halt eben dann doch wieder Regisseure hast, die ein bisschen eben gerade der Grund, also warum sie dann, glaube ich, genommen werden, ist halt, dass sie dann nicht so einen starken Flavor haben, dass sie halt eben so ein bisschen bessere Arbeitstiere sind und halt eben dann auch auf jeden Fall gut machen, was sie machen, aber eben nicht diese eigene Stimme, diese eigene Vision so stark einbringen, sondern sich einfach dann so ihre Producers Notes oder was auch immer kriegen und sagen, okay, ah, das soll geändert werden, kein Problem, ihr gibt das Geld, no problemo, dann machen wir das halt irgendwie so und so. Und ja, dann hast du es halt eben von der Seite. Und ich meine, das ist das, um da nochmal zu Netflix also einen Schlag zu machen oder generell zum Serienzeitalter. Ich meine, das ist ja auch das Interessante, was dann halt eben dann oft dann die Fernsehsender halt eben dann und jetzt zuletzt halt auch Netflix dann bieten, dass sie halt plötzlich genau diesen Leuten sagen, ey, kommt her und wir meinen's ernst und David Lynch. Testet uns, probiert's aus, ihr dürft euer eigenes Ding machen. Okay, David Lynch, da gab es ja auch so kleine Probleme, glaube ich, zwischendurch. Und da hat er auch ziemlich, musste er auch erstmal ziemlich hoch. Ja, er brauchte mehr Geld, ne? Und dann irgendwie dann. Genau, ne? Aber dann hast du halt so eine Twin Peaks dritte Staffel halt bekommen. Und die war, glaube ich, schon ziemlich lynchig. Also ich glaube, damit war dann eher der gute Mann dann auch zufrieden. Schlussendlich. Und das sind dann eben dann einfach die Freiheiten, die du dann da hast. Und ich meine, ja, das Coole ist, wenn du halt einen Filmemacher hast, mit einer Vision, das kann sehr cool werden, es kann aber auch scheiße werden, ne? Weil das ist so ein bisschen die Definition von mutig sein. Es kann halt auch immer in die Hose gehen. Wenn du halt irgendwie einen Weg gehst, der noch nicht so stark begangen wurde, dann kann das halt sein, boah, geil, cool, warum hat keiner früher dran gedacht? Kann aber auch sein, oh, okay, ich verstehe, warum da keiner lang gegangen ist. Das ist halt irgendwie nicht so cool. Und ja, und ich meine, ich habe da totales Verständnis irgendwo für, dass wenn du halt, ne, so ein Budget von 100 Millionen, mittlerweile sind wir eher bei 200, 300 Millionen angekommen, verwaltest, dass du jetzt da nicht unbedingt Leute sitzen hast, die da so richtig abenteuerlustig sind, ja, und die sagen, okay, lass uns doch einfach mal crazy gehen, lass uns mal einfach irgendwie bunt herum improvisieren und schauen und gucken, wo wir da halt landen. Aber ja, also ich war, zwischenzeitlich war ich auf jeden Fall überrascht, ne, also was für Namen und Visionäre sie da irgendwie rangeholt haben, rangeschafft haben. Und jetzt scheint man so ein bisschen die nächste Phase zu beobachten, wo es ihnen dann doch ein bisschen zu crazy wird und sie dann da vielleicht wieder so ein bisschen mehr hin, also jetzt eine coole neue Franchise gebaut bekommen haben und jetzt da so wieder so ein bisschen etwas sicherer spielen wollen, ja. Ja, gut, stimmt. Zum Glück gibt es noch welche, die sich in Anführungsstrichen nicht so verbiegen lassen, wie es ein Nolan Tarantino machen zum Beispiel, die bekommen halt ein gewisses Budget vom Studio, der Studio verlässt sich drauf, dass die was Gutes machen und dann machen die, ne? Also das gibt es zum Glück. Mm. Das sind ja. Also auch die Ausnahmen, ne? Also die haben sich auch wirklich so quasi diese Position hart auch erarbeitet, bis sie an diesem Punkt waren, zu sagen, so denen vertraut jedes Studio fast quasi blind. Ja, so. Ja. Ich meine auch, ich glaube, Nolan musste erste Dark Knight drehen, ja, dass er dann Inception drehen darf. Irgendwie so war das. Also, das ist dann schon so, wenn du dir mehr oder weniger dann, also in solchen Sphären agierst und dann da noch
Blockbuster-Hits mit generierst, dann hast du halt mal so deinen einen Freifahrtschein, aber der sollte dann auch besser richtig gut sein, richtig gut funktionieren, weil das dann ganz schnell dann auch wieder in eine andere Richtung schlagen. Da wir gerade schon über Regisseure sprechen und wir waren ja gerade bei Disney, in dem Falle jetzt bei Guardians, aber Disney hat ja auch Star Wars und wir haben ja jemanden hier in der Runde, der auch schon mal ein bisschen Kontakt zum Star Wars-Genre oder zum Franchise hatte. Und wahrscheinlich bist du vielleicht der Nächste für Guardians. Hat Disney schon bei dir angeklopft? Die kenne ich doch jetzt, oder? Die habe ich doch auf der Karte. Ich glaube nicht, dass sie mich auf der Karte haben. Leider. Also natürlich wäre das, es ist auch mein Traum, große Kinofilme zu drehen und natürlich auch sowas wie Star Wars zu drehen. Wenn wir jetzt genau über Guardians reden, dann glaube ich, bin ich nicht unbedingt der Richtige dafür, weil die sind sehe ich irgendwie aktuell einfach immer noch nur James Gunn als den Richtigen dafür, weil er hat so ein sehr eigenes Ding gemacht. Das war einer von diesen Ausnahmen, würde ich sagen, die so wirklich sehr viel eigenen Stil und eigene Seele mit reingebracht haben. Und ich glaube, ich bin auch nicht so der Richtige für Comedy. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht so in der Guardians-Welt. Aber natürlich würde ich mich unglaublich gerne austoben in der Star Wars-Welt. Und auch als Disney oder als das generell die ganze Sache mit Lucasfilm für Disney gekauft und es werden neue Filme angekündigt und es gibt solche Spin-Offs, da hatte ich auch schon gedacht, hey, plötzlich ergeben sich vielleicht in der Zukunft in 20, 30 Jahren Möglichkeiten in diese Richtung. Natürlich ist das auch Träumerei und alles, aber genau. Aber genau, dieser Star Wars-Film Darth Maul, Apprentice, den wir gemacht haben, das war auch quasi auch so mein Versuch zu sagen, okay, ich möchte mal gucken, was für ein Star Wars würde ich machen oder was würde ich gerne mal ausprobieren, was nicht Teil der klassischen Star Wars-Reihe ist. Das heißt auch stilistisch was anderes auszuprobieren. Deswegen war zum Beispiel auch so ganz klar für mich von Anfang an, das fängt nicht mit so einem Star Wars-Lauftext an und Star Wars-Musik, sondern das kann ganz anders anfangen. Also wie ich einfach einfach den Film anfangen lassen möchte, auch diese Wischblenden und sowas nicht und auch irgendwie, dass man gar nicht erst versucht, gewisse stilistische Sachen einfach zu kopieren oder zu übernehmen, weil sie einfach dazugehören, sondern sich ganz eigen in dieser Welt auszutoben, so eine eigene Handschrift mit reinzubringen. Das war so bei mir der Ansatz dabei und also quasi eher so dieses Spin-Off-Denken, was dir. Das haben sie ja dann von dir kopiert mit Rogue One, ne? Da gab es dann auch keinen Qual. Und, Ja, genau, das war fand ich auch cool. Also, weil ich dachte mir auch so, weil das wurde, glaube ich, auch im Vorfeld sehr viel diskutiert, so, hat der Film eigentlich einen Lauftext haben, wird der Film eine Episodennummer haben? Und ich dachte mir so, nee, wenn die es richtig machen, dann fängt der Film einfach an. Mit einem coolen Bild. Wobei ich das halt bei Rogue One sogar gar nicht mal so gut gelöst fand, weil das wirkte einfach so, als hätten die den Lauftext übersprungen, weil das dann trotzdem im Weltraum anfängt, mit der Kamerabewegung nach unten und das Raumschiff wird revealed und das fliegt dann auf dem Planeten zu. Das war eigentlich trotzdem dasselbe, nur ohne diesen Part dazwischen. Und bei Han Solo fand ich es dann sehr cool gemacht, aber dann fängt man wirklich an, da denkt man einfach nur an den Film und was man erzählen will. Dann fängt es mit diesen, es fing mit so einem richtig klassischen 80er-Jahre blauer Schrift auf schwarzem Hintergrund, so Einführung in die Welt, was gerade Sache ist. Und dann kamen so ganz viele Detail-Shots, wie der da den Wagen irgendwie knackt und dann losfährt. Und dann so eine totale, dann nach so einigen Shots, wer dann wegfährt, die Kamera fährt hoch und dann wird so der Titel revealed, der fliegt auf die Kamera zu. Das war irgendwie, das fand ich sehr cool als Intro-Sequenz. Also, ja, das ist sehr kreativ, das ist was Eigenes, das ist nicht Star Wars, also nicht klassisch Star Wars, sondern da macht man irgendwie was mit dem Gedanken Spin-off. Das finde ich sehr cool. Ja. Cool. Vielleicht, oder wolltest du eine Frage stellen, Daniel, oder? Ich wollte nur gestehen, dass ich Solo noch nicht gesehen habe. Aber ich habe mich sehr gut gerade von Sean's Intro-Schilderung unterhalten gefühlt. Ich kann mir das gut vorstellen. Cool. aber Darth Maul Apprentice gesehen. Bitte? Ja, den habe ich gesehen. Sehr gut. Ist viel wichtiger. Ja. du hast ja sogar die Faust Gottes mit dabei gehabt. Kannst du den Matthias Landwehr? Matthias Landwehr, genau. Ja, den kannte ich auch schon vorher. Genau, also der ja auch die ganzen Kämpfe gemacht hat, der die Kurios gemacht hat, der ist ja schon länger auch als Action-Darsteller, als Stuntman und so unterwegs. Mit dem habe ich auch zusammen studiert und wir haben zusammen sehr viele Filmprojekte gemacht in der Uni und sowas. Dementsprechend auch hierin zusammengearbeitet und über ihn kannte ich auch Mathe schon
früher, aus Projekten, die wir früher schon mal gemacht haben. Mhm. Genau, also das war schon, genau, die meisten der Darsteller waren auch alles persönliche Kontakte, die man schon vorher kannte oder zumindest, also teilweise wirklich besser kannte auch und schon Projekte gemacht hat und teilweise so flüchtig kannte, genau. Genau, bei ihm war ich halt besonders überrascht, weil das ja jetzt kein, in Anführungsstrichen, No-Name-Schauspieler mehr war, sondern den kannte man ja eventuell, wenn man so ein bisschen auf dem, im deutschen Film- und Serienbereich sich auskannte, kannte man ihn ja gerade als Lasko halt, ne? Also da kannte ich ihn jedenfalls her. Ja, genau. Ich kannte ihn zuerst von Kampfansage, das war so ein Indie-Filmprojekt, was er auch Jahre vorher, noch vor Lasko mal aufgezogen hatte mit Freunden oder so. Und genau. Und ja, es war cool, weil letztendlich, witzigerweise, das Casting war sehr, sehr schwer für den Film. Das, was von Anfang an da war, halt der Darth Maul-Darsteller, der Ben. Und den kannte ich halt auch schon länger. Der hat halt so viele Sachen mitgebracht. Der ist sowieso schon als Cosplayer von Darth Maul halt immer unterwegs gewesen auf Conventions und sah einfach unglaublich gut aus als Darth Maul. Und der hat auch diese Mimik und so das ganze Acting von ihm so super verinnerlicht. Und dann ist er auch gleichzeitig aber auch Stuntman und kann auch wirklich kämpfen und kann Schwertkampf und solche Sachen. Er hat auch sehr viel Kameraerfahrung. Das heißt, er hat sehr viele Sachen mitgebracht, um diese Rolle halt zu füllen. Ich habe im Abspann gelesen, kann das sein, dass der auch, also was mit den Soundeffekten zu tun hatte? Ja, genau. Also viele Leute haben auch verschiedene Rollen übernommen und Ben hat auch sogar die ganzen Laserschwert-Sounds geschnitten und gemischt. Ja, geil. Auch nochmal der Hinweis, vor 10 oder 15 Folgen war Ben auch bei mir im, also wer nochmal ein bisschen mehr über Ben hören möchte, kann gerne nochmal in der alten Folge reinhören, wo er zu Gast war. Das war kurz nach eurem Release oder so, also wo es gerade so durch die Medien ging. Ah, ja, geil. Das war sehr cool, ihn zu Gast zu haben. Schön. Ja, Ben ist auch super. Genau. Und ja, witzig, also kurz noch zu Mattes. Ich hatte eigentlich für die Rolle des Jedi-Meisters eigentlich einen älteren Schauspieler vor Augen. Und ich hatte zwar schon oft an Mattes gedacht, aber irgendwie gedacht, er ist zu jung. Und so ich mir die Rolle vorgestellt habe, sollte das ein älterer Schauspieler sein, über 50. Und aber dann war ich halt immer in diesem Konflikt, okay, sucht mir jetzt einen Darsteller, der auch wirklich kämpfen kann und in die Rolle passt, aber vielleicht nicht unbedingt so viel Schauspielerfahrung hat. Oder eben wirklich einen guten Schauspieler, wo man dann halt guckt, dass man ihm ein bisschen was beibringt und eine gute Choreo hat und das richtig inszeniert, dass es so aussieht, als könnte es gut. Und im Endeffekt habe ich einfach wirklich lange, lange gesucht und einfach keinen gefunden, wo ich dachte, das ist es jetzt so, das passt perfekt. Und dann bin ich auch doch eher kurz vor knapp wieder auf Mattes gekommen. Und hat ihn dann gefragt und angerufen und er hat sich sofort gefreut, er war unglaublich glücklich, hatte sofort Bock drauf und das war dann ziemlich schnell an Bord. Cool. Und er hat auch am Set mal gesagt, so, hey, ich wollte immer schon Jedi sein, das ist mein Traum erfüllt und sowas, das fand ich sehr cool. Ja, sehr cool. Vielleicht, ich habe auf jeden Fall noch eine technische Frage, weil ich bin momentan auf dem Trip, ich habe jetzt einen 4K-Fernseher und sammle fleißige auch UHDs und achte da mittlerweile schon drauf, dass es sich auch lohnt, weil die ja doch deutlich teurer sind und da wird auch immer davon gesprochen, dass es ein 2K-Master war, der nur hochgerechnet wird auf 4K oder ein 4K-Master oder sogar, weil es mit Epic-Kameras oder mit IMAX-Kameras oder wie auch immer mit den Reds und so gemacht worden ist, dass es sogar zum Teil eine höhere Auflösung ist, dann ist das, dann ist es natürlich effektiv, dann auf 4K zu gehen und wenn man 4K Master hat. Wie macht ihr das? Also bei euren Filmen, vor allem jetzt auch bei dem Star Wars, rein nur mal so aus technischer Neugier, ist das dann ein 2K-Master oder ein 4K-Master? Und ich glaube, das Problem oder warum selbst Disney-Filme oft als 2K-Master angefertigt werden, die Special Effects werden häufig noch nur in 2K gerendert. Ist das richtig? Ja, ich kann einfach mal sagen, bei Darth Maul war es im Endeffekt 4K-Master, allerdings gab es auch einige Effektshots, die nur in Full HD oder 2K gerendert wurden. Das heißt, das war dann quasi eine Mischung, der Großteil war trotzdem 4K von dem Footage und im Endeffekt war das auch deswegen wichtig für 4K das zu releasen auf YouTube, weil YouTube bei Full HD sehr, sehr stark komprimiert und einfach sehr viel Schluck von der Qualität. Und bei 4K haben dann mit einer viel, viel höheren Bitrate komprimiert. Und unabhängig, selbst wenn man nur einen Full-HD-Film auf YouTube hochlädt, aber in 4K,
also ne, Full HD Master oder ein 4K noch mal irgendwie hochskaliert rendert und dann hochlädt, hast du halt ein viel, viel besseres Bild, weil unabhängig von der Auflösung einfach diese Bitrate dann viel höher ist. Genau, und grundlegend würde ich sagen, also auch seit dem Film und auch schon davor, alles, was ich eigentlich so gemacht habe, war immer in 4K gedreht und dann auch meistens auch in 4K dann am Ende auch irgendwie ausgegeben. Ganz, also auch wenn es dann vielleicht später dann trotzdem nur in Full HD irgendwo gewünscht war, zum Beispiel bei einem Job oder sowas. Genau. Kann man den Darth Maul, ich habe noch nicht drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen, kann ich den in 4K auch bei YouTube gucken? Genau, du kannst ihn bis zu 4K gucken. Und das würde ich auch immer empfehlen. Also zumindest auch, oder auch die Auflösung, die über Full HD ist, weil alles, also auch diese 1440p Auflösung, die ist ja automatisch schon einfach viel, viel sauberer vom Bild. Diese ganzen Artefakte und dieses Gematsche, was du dann oft hast bei schnellen Bewegungen, Full HD und noch weiter drunter, das ist dann eigentlich fast weg. Ah, cool. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass das, dass da nochmal ganz anders mit der Bitrate hantiert wird. Das merke ich mir. Ja, Daniel, du machst ja auch YouTube-Videos, ne? Also ich hoffe, du zeichnest immer in 4K auf. Nee, ich mache ja nicht so, also das, was wir jetzt auf YouTube zuletzt gemacht haben, das war halt ein Livestreaming-Format und das müssen wir mit einem minimalen Budget realisieren. Das heißt also, es ging vor allem mehr um die Menge an Kameras, dass man viele Winkel hat und von denen man hinterher schneiden kann und dann auch die Hardware dahinter. Also mit anderen Worten, es war einfach eine Budgetfrage. Das heißt also, wir nehmen ganz regulär dieses Livestreaming-Format in Full HD auf. Mhm. Mein Spielfilm Beyond the Bridge, den haben wir 2010 gedreht. Das war damals dann mit 4K noch mal ein bisschen schwieriger. Wir haben vor allen Dingen, es war ja auch ein No-Budget-Film in dem Sinne. Und da haben wir im Endeffekt mit einer Canon 5D Mark II gedreht. Und das heißt also, das ist auch alles immer in Full HD entstanden. Jetzt, wenn ich halt jetzt was mache, dann würde ich natürlich auch definitiv halt in 4K drehen. Man muss halt natürlich immer bedenken, ne, so trivial das ist, du hast halt einfach, also die ganze Kette halt weiter runter, dann natürlich viel mehr Daten, mit mehr Daten handeln und so. Also ich würde mir schon immer, also erstmal vorher überlegen, ist es nötig oder ist das Projekt wichtig genug, groß genug, dass man es halt in 4K macht oder nicht. Und dann würde ich aber natürlich, wenn wir jetzt von richtigen Filmproduktionen und sowas reden, natürlich auch immer auf 4K gehen. Ich mache jetzt demnächst so ein Vorleseformat, da filme ich eben auch in 4K, wobei ich da eben auch dann den Overhead vor allen Dingen halt nutze, um zwei Perspektiven rauszubekommen, Zooms zu machen, solche Geschichten. Und da weiß ich noch nicht, ob ich dann tatsächlich am Ende doch wieder auch auf 4K rausrendere oder eben nicht. Deswegen war jetzt für mich auch hier Food for Thought, vielleicht auf jeden Fall trotzdem es dann auf 4K dann auch zu veröffentlichen. Aber das ist halt die andere Sache, also dass du natürlich dann auch oft auf die Weise dann, wenn du 4K oder vielleicht sogar ein bisschen über 4K, wenn du jetzt eine entsprechende Kamera hast, die noch ein bisschen über 4K gehen kann, dass du halt auf jeden Fall immer dir ein bisschen Fleisch quasi mitnimmst, dass du halt in der Postproduktion es ein bisschen leichter hast, ein bisschen reinzoomen kannst, ein bisschen stabilisieren kannst, ein bisschen die Kadrierung vielleicht nochmal anpassen kannst und blablabla. Ne? Also insofern klar, die Faustregel ist, wenn es geht, 4K. Das ist absolut klar. Ja, also ich kann nicht beruhigen, selbst Disney hat ja in dem Avengers Infinity War, das wurde wohl alles ja mit IMAX-Kameras gedreht und das bedeutet, das ist in 6K, 8K eigentlich abgedreht. Trotzdem, warum auch immer, gibt es davon ein 2K Master und darauf soll wohl die aktuell oder jetzt die erscheinende UHD beruhen, was dann doppelt ärgerlich ist. Da denkst du dir doch echt, was soll das denn? Und vor allem hat Disney auch noch verzichtet, die Bilder, so wie Nolan es auch immer macht oder wie auch bei Guardians schon gemacht worden ist, die dann auch auf wirklich Vollbild, also auf 16:9 zu bringen bei den anstatt auf CinemaScope. Na, macht auch keinen Sinn. Also meine einzige Erklärung ist, Disney will nächstes Jahr einen Streaming-Dienst anbieten, dass die das dafür vorbehalten oder so, dass die da irgendwie rausholen noch für ihr Streaming für ihr Streaming-Angebot, so. Also das wäre für mich das einzige Argument, sonst finde ich es halt oft schade, weil man will ja irgendwie dann doch dann das beste Bild haben, ne? Luc Besson mit Lucy, den habe ich auf UHD, der ist in 4K gemastert, der ist in 4K gedreht, der sieht natürlich auch richtig geil aus und Tierdokus sowieso. Und also, lange Rede, klar, es gibt immer dieses HDR, ich weiß nicht, wie stark das für einen Regisseur relevant ist, es ist High Dynamic Range, also diese höheren Farbraum,
Achtet man da schon beim Drehen eigentlich drauf? Oder ist das was, was in der Post-Production erst wirklich gemacht wird mit über Color Grading und solche Geschichten? Also die meisten Kameras, die aktuell noch in den letzten Jahren zurück auch, die ja etwas hochwertiger sind, die bieten schon genug Informationen für diesen HDR-Farbraum. Das heißt, das ist wirklich vor allem im Grading eine Sache. Und ich hatte mal so einen Workshop besucht von Sony. haben die auch über einiges erzählt. Und ich meine, im Endeffekt achtet man ja sowieso auch, also der Kameramann, darauf, dass nichts nach oben oder nach unten wegbricht und so. Und wenn alles auch in dem, ja, wenn alles auch, je mehr da ist, umso mehr kannst du auch in der Post halt damit machen. Und der Großteil kommt eigentlich vor allem in der Post wirklich dann dazu, das Grading. Aber ich habe selber auch noch nie damit gearbeitet. Ich habe selber auch keinen HDR-fähigen Fernseher oder sowas oder Bildschirm in irgendeiner Form oder Handy auch nicht. Also ich habe da auch noch nicht so viel Berührungspunkte mit gehabt bis jetzt. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, das fällt mir gerade als Filmemacher, ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt einen Monitor, der jetzt HDR-fähig ist, vielleicht sogar noch einen Fernseher, und dann grade ich das, dass es da irgendwie toll aussieht, dann sieht es ja bei 99% der Menschen, die das dann sehen, ganz anders aus. Also irgendwie ist das ja möglich. Also ist auch schwierig, den Gedanken. Also die werben ja auch immer damit, und ich arbeite ja auch parallel als Filmverführer im Kino. Wir haben ja, oder die Projektoren im Kino haben ja sowieso einen ganz anderen oder einen höheren Farbraum, und da wird dann eher damit geworben, hey, es sieht dann zu Hause durch diesen BT2020 oder durch das HDR, durch diesen höheren Farbraum so aus wie im Kino. So wird ja auch so manchmal so ein bisschen damit noch geworben. Okay. Deswegen, ich stecke da halt auch nicht so tief drin, aber deswegen verzeiht mir mal so ein bisschen diese technischeren Fragen. Mich hat das jetzt einfach mal persönlich auch interessiert. Und vielleicht auch einige von unseren Hörern, die selbst auch so einen 4K-Fernseher mittlerweile haben. Samsung brescht jetzt bei der IFA vor mit 8K, was natürlich meiner Meinung nach absoluter Quatsch ist. A, in Hollywood gibt es kaum 8K-Material. Die Fernsehsender sind noch nicht mal auf UHD, außer RTL UHD oder so ein paar Event-Sachen. Oh, das gibt's. Verrückt. Die Streaming-Anbieter sind eher dann noch Vorreiter mit 4K. Aber 8K ist, finde ich momentan absoluter Quatsch. Selbst die UHD wird ja noch nicht so stark verkauft wie eine Blu-ray, und es gibt ja immer noch die DVD, also da hinken wir noch hinterher. Ja, vor allem auch irgendwie die Bildschirmgröße. Ich meine, selbst bei UHD brauchen wir schon echt einen sehr großen Fernseher, um das irgendwie wirklich so zur Geltung bringen zu können, diese Qualität. Und also ich irgendwie, also 8K klingt für mich irgendwie so völlig unsinnig fürs Haus, also fürs eigene Haus so, ne? Also vielleicht fürs Kino macht das vielleicht irgendwann Sinn ab einer gewissen Größe, aber so Heimkino in 8K, ich weiß nicht, irgendwie das allein von der Bildschirmgröße macht das für mich irgendwie keinen Sinn. So. Ja, es gibt Samsung, ein Kino gibt es jetzt in Deutschland schon, ich glaube irgendwo im Süden. Da hat Samsung ja wirklich so eine LED-Wand hingebaut statt einer Leinwand mit einem Beamer. Und das sind sowohl die Vorreiter mit dieser neuen Technik, Mikro-LED und so weiter, was da kommen soll, um auch diese Riesengrößen halt zu realisieren. Ich bin ja noch bescheiden, ich habe immerhin einen 75-Zoll Fernseher, und da macht es dann halt schon Spaß, in 4K HDR irgendwie Filme zu gucken. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Hätte ich auch gern. Ja, ich hatte vorher 59 Zoll Plasma, und ich wollte, wenn ich schon einen Sprung mache, auch einen Sprung machen, den ich auch wahrnehme. Ich glaube, von 59 auf 65 wäre vielleicht nicht so extrem ausgefallen. Ja, das kann ich mir vielleicht nachvollziehen, ja. Ja, Daniel, hast du noch Fragen an Sean? Gerne. Nein, spontan keine. Vielleicht fällt mir in einer Sekunde noch eine ein, aber gerade in der Sekunde, wo ich rede, nicht. Generell, mich würde natürlich interessieren, und es geht so ein bisschen in den Bereich Shameless Self-Plugging. Was macht ihr denn aktuell? Wo können unsere Hörer eure Werke bestaunen oder euch finden? Bei Daniel wissen sie es vielleicht schon so ein bisschen, da hast du ja letztes Mal ein bisschen was drüber erzählt, aber gerne nochmal vielleicht mit Daniel anfangend. Was steht bei dir als nächstes so an? Wo können wir dich in Zukunft oder was können wir von dir sehen? Ja, also seit letztem Jahr kümmere ich mich ein bisschen um meine Patreon-Kampagne und hab das halt gekickstartet mit dem Live,
Streaming-Format auf YouTube. Da ging es um Pen-Paper-Rollenspiel, was halt live von den Zuschauern halt eben dann auch beobachtet werden konnte, so ein bisschen wie die Jungs bei Rocket Beans auch gemacht haben. Und jetzt haben wir die erste Phase beendet und ich bin aber weiterhin an meiner Patreon-Kampagne am werkeln, also unter danielpeschenk.com/Patreon. Das ist eine Weiterleitung, da kann man dann alle Details erfahren und es geht einfach darum, man kann dich halt monatlich supporten und was man jetzt ganz konkret als allernächstes supportet, ist halt die Sichtbarmachung meines ersten Serienromans, wenn du so willst. Also das heißt, der wird kapitelweise veröffentlicht, so als in so einer Art Vorlesungsformat, aber audiovisuell noch ein bisschen aufgebohrt. Und das kann man halt eben dann, also da kann man sich dann ganz in dieses Universum halt eben mit reinbegeben. Gleichzeitig arbeite ich aber im Hintergrund auch am nächsten Filmprojekt, wobei da bin ich noch in einer ganz frühen Phase. Also ich schreibe gerade am Drehbuch und dann beginnt so irgendwann im nächsten Jahr die spannende Frage, ne? Wie immer, wie kriegen wir das Ganze dann gestemmt, wie kriegen wir es finanziert und blibblabub und hast du nicht gesehen. Ja, schön. Was für ein Genre hat das Buch oder das, was du vorliest, das, was du geschrieben hast? Ich würde sagen, Mystery-Sci-Fi-Thriller in einem alternativen 80er-Jahre-Universum. Klingt auf jeden Fall spannend. Klingt cool. Klingt sehr cool. Das ist genau das Richtige für uns alte Säcke. Ja, genau, absolut. Ganz genau, cool. ganz genau. Das dachte ich mir auch. Und Sean, bei dir, was steht an? Mein Bruder und ich haben vor einem Jahr, jetzt relativ genau vor einem Jahr, im Juli letztes Jahr eine eigene Produktionsfirma gegründet, Raw Mind Pictures. Und wir haben seitdem vor allem so Werbesachen gemacht, Werbeclips, Werbespots. Und davon kann man auch Sachen sehen auf der Website rawmindpictures.com. Aber was unser großes Projekt, an dem wir jetzt schon seit ein paar Monaten arbeiten, so ein Team, ist ein Serienprojekt, also eine Serie, die wir gerade schreiben. Und das ist noch, ich würde mal sagen, weit davon entfernt auch irgendwie fertig zu sein oder so. Aber genau, da sind wir schon seit einer ganzen Zeit dran und das macht auch echt enorm Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch da, dass wir das irgendwann noch umsetzen können. Da hätte ich direkt mal eine Frage, ohne dass du jetzt, du musst natürlich nicht über irgendwelche Inhalte sprechen, aber wie funktioniert das? Also ihr produziert das ja noch nicht schon fertig oder produziert ihr das fertig und geht dann quasi zu ich sag mal Netflix oder zu Fernsehsendern und stellt das vor oder habt ihr das gar nicht vor und wollt das irgendwie später lieber komplett für euch über YouTube veröffentlichen oder selber gegen Geld anbieten oder wie ist da der Gedankengang bei sowas? Also unser Vorhaben ist so, dass wir halt etwas so weit entwickeln, dass wir es pitchen können und dann eben gucken, dass wir an Geldgeber kommen, beziehungsweise an Plattformen. Genau, also das Ziel ist dabei wirklich nicht zu sagen, wir machen irgendwie eine Webserie daraus, sondern wirklich direkt so weit oben anzufangen, wie es nur geht. Also der Anspruch auch rein inhaltlich und inszenatorisch soll auch sehr hoch sein. Also ist aktuell sehr hoch, genau. Natürlich, ne, ist mal die Frage, fängt an und irgendwann weiß man gar nicht, wo man landet. Im Endeffekt, nachher muss man am Ende doch eine YouTube-Webserie draus machen, wer weiß. Aber aber aktuell ist der Anspruch halt, auch was Hochwertiges, Großes zu machen. Ja, sehr cool. Wo du gerade sagst, Serie, das erinnert mich natürlich an Dark, an die erste deutsche Netflix-Serie, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Vielleicht bis auf die letzten 2 Minuten, die dann ein bisschen billow wirkten, aber ansonsten war das eine. Ich habe bis jetzt nur die ersten 5 Folgen gesehen. Okay. Ich bin gerade noch mittendrin. Ich auch, witzigerweise, aber wobei ich schon ein bisschen länger pausiert habe. Ja. Ich habe das in eine Session geguckt und ich glaube, ich bin auch bis zur 4., 5. Folge gekommen. Ja, guck es mal zu Ende. Also hat was und ich möchte nichts verraten. Und ich weiß gar nicht, wie es da damals zustande gekommen ist, ob die was gepitcht haben bei Netflix oder Netflix auf die zugekommen ist, aber ich denke schon, da ist definitiv was möglich. Und ich stelle mir jetzt so einen Pitch so ähnlich vor. Zum Beispiel wie damals bei Deadpool, dass man da schon so eine Szene quasi irgendwie produziert, mal so als Beispiel, und damit dann quasi zu den Studios oder was auch immer gehen würde. So sowas in der Art könnte man sich vorstellen, oder? Oder geht man wirklich nur mit was Schriftlichem zum? Beides geht. Ich hätte auch
auch noch viel früher, bevor wir jetzt mit dem Thema angefangen haben. Eine Sekunde. Sorry, ich wurde gerade angerufen, jetzt ist die Aufnahme kurz unterbrochen, also bei meiner externen Aufnahme. Ich habe weiterlaufen lassen. Genau, auch gedacht, das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg, wenn man schon eine Szene zum Beispiel oder einen Trailer, damit man direkt was Visuelles vor sich hat und so weiß, was es ist. Aber ich glaube, bei uns, bei dem Konzept, das wir haben, macht es tatsächlich erstmal noch mehr Sinn, da mit einem Pitch anzukommen, der erstmal wirklich nur so auf Papier ist. Also Papier heißt dann trotzdem auch natürlich mit visuellen Medien dabei und so, mit Moods und Artworks und solchen Sachen und Bildern, aber wir haben aktuell nicht vor, da schon vorher eine Szene zu drehen. Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr spannend und an euch beiden, falls ihr mal eine Wasserleiche braucht oder, also das kann ich. Ich glaube, ich spiele eine sehr gute Wasserleiche. Das kannst du, ja. Das ist auf deinem Resümee stehen. Oder Komparsen braucht. Sehr gute Wasserleichen spielen. Aber auch also, ja, warum nicht? Also, ist vermerkt. Komparsen kriege ich noch hin. Cool. Ja, schön. Das freut mich. Also es hat... Wenn ich auf die Uhr gucke, wir wollten eigentlich eine Stunde aufnehmen, aber die Zeit ist verflogen wie sonst was. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, hat es vielleicht auch gemerkt, wir waren auf einer Wellenlänge. Ja. Ne? Vielleicht lag es am Alter, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe wenigstens, dass es mehr als das gewesen ist. Ich muss mich ja so hingehen, dass es also mehr ist. Also gerne wieder, mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr oder so, wenn auch vielleicht bei Sean oder bei Daniel, wenn bei euch wieder was greifbar ist. Ich denke mal, Daniel, du kommst eh noch häufiger bei mir vorbei und ansonsten. Sehr gerne. Vielleicht irgendwann mal mit der Lynch-Sonderfolge. Ja, Lynch habe ich auf dem Schirm. Also David Lynch machen wir auf jeden Fall noch, ja. Auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich werde euch natürlich soweit verlinken in den Shownotes und in den sozialen Netzwerken, sodass unsere Hörer an eure Projekte und eure bestehenden Videos oder bei dir zum Beispiel, bei Daniel, Patreon halt auch ein bisschen vielleicht unterstützen können. Gut, das könnten sie bei mir auch, aber ich bin da nicht so oft drauf angewiesen, wenn ich ehrlich bin wie du. Also von daher gerne auch bei Daniel. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch auf jeden Fall Frieden der Nacht. Danke, ebenso. Dankeschön. Echt ebenso. Sehr viel Spaß gemacht mit euch. Macht es gut. Nochmal, das kam gerade bei mir dummerweise nicht richtig an. Oh, okay. Ich fand es toll. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Und ich habe auch Lust, nochmal mitzumachen. Sehr schön. Kann ich ganz genauso zurückgeben. Ich freue mich auf nächstes Mal. Alles klar. Ist notiert, machen wir auf jeden Fall. Das schreit nach einer Wiederholung. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und liebe Hörer, wir hören uns spätestens dann Mitte bis Ende September wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.